Schneefelder sind vor allen Dingen im Frühsommer beim Bergsteigen eine der größten Herausforderungen. Das liegt daran, weil dadurch, wenn sie ziemlich steil sind, sorgen sie oftmals für tödliche Unfälle am Berg. Damit wir das verhindern können, gibt es zwei große Punkte, die wir uns anschauen müssen. Das ist einerseits die Prävention und andererseits das richtige Notfallmanagement. Die Prävention besteht daraus, dass wir erstens mal lernen müssen, richtig zu gehen, und andererseits müssen wir die richtige Haltung am Schneefeld kennen. Bei der richtigen Haltung am Schneefeld ist es immer wichtig, aufrecht zu gehen. Tendenziell, immer wenn es gefährlich wird, gängen wir relativ defensiv. Das bedeutet, dass wir uns immer zum Berg lehnen. Das ist aber eigentlich die schlechteste Idee, denn dadurch verringert sich die Auflagefläche zwischen uns und der eh schon rutschigen Oberfläche. Deswegen sollten wir versuchen, möglichst gerade und aufrecht zu gehen, auch wenn das Gelände stark abfallend ist. Der zweite große Punkt, wenn es um Prävention geht, ist das richtige Spuren- bzw. Stufenschlagen. Darüber freut sich nicht nur die nachkommende Seilschaft oder der nachkommende Bergsteiger, sondern auch man selber kann davon profitieren in Sachen Sicherheit. Wenn wir die Spuren richtig schlagen, nämlich erstens mal etwas entgegen der Fallrichtung bzw. neutral und nicht zu sehr in Fallrichtung, dann gibt uns das am Fuß ein deutlich sichereres Gefühl. Außerdem sollten die Spuren möglichst groß angelegt sein und nicht nur für eine kleine Auflagefläche am Fuß reichen, sondern es sollte schon der ganze Fuß auf die Spur passen, weil wir dadurch wieder die Auflagefläche vergrößern und dadurch auch die Reibung. Der zweite große Punkt ist das Notfallmanagement. Wenn es tatsächlich am Schneefeld zu einem Sturz kommen sollte, auch im steileren Altschneefeld, dann wird es meistens eine sehr rutschige Angelegenheit. Es gibt aber Techniken, wie wir uns selber ziemlich gut bremsen können. Und das ist einerseits die sogenannte Liegestützposition. Die kennt man auch aus Trockenübungen vom Trainieren. Man macht einen ganz gewöhnlichen Liegestütz in den Berg hinein, versucht die Füße, so gut es geht, in den Schnee zu drücken und auch die Handflächen oder die Faust in den Schnee zu pressen. Dadurch verringern wir die Reibungsfläche zwischen der rutschigen Oberfläche und uns und gleichzeitig haben wir 4 punktuelle Bremskörper im Schnee. Bezüglich der Reaktionszeit ist es wichtig zu wissen, dass wir am Altschneefeld oder auch am Firnfeld immer schneller werden. Das bedeutet, je schneller wir reagieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir einen Sturz aufhalten können. Hundertprozentig sicher ist es aber nicht, denn es kann jederzeit passieren, dass ein Schneefeld so steil ist, dass wir uns nicht mehr halten können. Deswegen ist eben die Prävention, also das richtige Gehen und Spuren, super wichtig. Wenn wir vor einer Bergtour im Frühsommer schon wissen, dass wir auf Schneefelder treffen werden, dann ist es sinnvoll, sich zu überlegen, ob man einen Pickel mitnimmt. Der Pickel hat einen großen Vorteil, er ist nämlich ein deutlich besserer Bremskörper als nur unsere Hände. Wenn wir jetzt über ein Schneefeld gehen, dann verändert sich die Bremsmethode ein bisschen, wenn wir einen Pickel einsetzen. Wenn wir den Pickel verwenden und dabei stürzen, dann ist es wichtig, dass der Pickel bergseitig an der bergseitigen Hand geführt wird und mit der Haue in die richtige Richtung. Wenn es zum Sturz kommt, dann pressen wir mit der einen Hand die Haue in den Schnee und mit der anderen drücken wir ebenfalls drauf. Somit ist es keine Liegestützposition mehr. Die Füße können aber immer noch dasselbe machen wie bisher, das heißt, die Füße bleiben im Schnee. Die wichtigsten Key Facts nochmal zusammengefasst sind: die rasche Reaktion, wenn es zum Sturz kommt, eine ordentliche Prävention, indem man gute Spuren schlägt und vielleicht auch mit Stöcken oder dem Pickel unterwegs ist. In der Notfallsituation die Liegestützposition anwenden bzw. den Pickel zur Hilfe nehmen. Und dann sollte man sich eigentlich in den meisten Schneefeldern bremsen können und wieder sicher aufsteigen oder absteigen können. In Zukunft musst du also keine Angst mehr vor Schneefeldern haben. Respekt sollte man immer haben, aber man muss definitiv nicht umdrehen, nur weil irgendwo ein Schneefeld im Weg ist. In diesem Sinne wünsche ich noch sichere Touren und Bergheil.